MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Mal wieder zu einer regulären Folge. Immer noch auf der Karte Sittingen. Ich hatte ja in der letzten Folge überlegt, ob wir nicht auch die 663 fahren. Und ja, die fahren wir jetzt mit dem Hamburger C2 aus dem Stadtbus, Hamburger Stadtbus-Paket da, also C2 2017. Wir haben uns ein Fahrzeug in Weiden ausgeliehen, Stadtbus Weiden. Und wir stehen schon an der Starthaltestelle in Sittingen am ZOB. Wir fahren zur Stadtmitte und ich würde sagen, wir hüppen rein und lassen mal die Leute rein, aber erst Kasse aktivieren. So. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Schön, hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guck mal, die machen alle komische Texturschatten. Hallo. Guten Tag. Danke. Hallo. Bitte. Gerne. Oma. So. Mikrofonposition, ja. Na? Ist halt wie sie ist. Wir fahren übrigens jetzt mal das Original, nicht mit OMSI Finlay Soundmod, sondern Pudelrü. Ja, komm, können wir noch. Genau. So. Guten Tag. Bremse schon mal lösen. Gang rein. Wollten Sie noch mit? Ne? Gut. Dann hat sie Pech. Der Kollege da steht komisch. Aber gut. Ach so. Ja. Alles klar, die stehen da zu zweit. Ja, lassen wir sie stehen, wie sie wollen. Oh, hier jetzt über die äußere Spur. Jetzt müssen wir hier einmal... Ui, 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 Bordstein. Müssen wir hier einmal die Runde fahren. Oh, ich fährt der Scheiße. Ach, beschwer dich doch nicht. Ja, der fährt, der Leute. Das ist ja unglaublich. Da hat seinen Führerschein gewonnen. Und dieser Fahrstil ist nichts für meine alten Beine. Ja, dann setz dich hin. Sie fahren aber schlecht. Nein. Da rausgemusst. Mist. Warum lässt er mich jetzt nicht in den Rückwärtsgang? Jetzt lässt er mich in den Rückwärtsgang. Dann müssen wir nämlich noch mal ein bisschen anders fahren hier. Ja, oh, wir sagen, Sie können Sie nicht mal anständig fahren. Ja. Ich hätte da nämlich... Sofort aussteigen, ist ja unmöglich, zu fahren. Mann, wo haben Sie denn Ihren Fahrstuhl? Können Sie den schön aussteigen? Das ist eine Körperverletzung. Mann. Oh. Ja, macht man so eigentlich nicht. Mir ist egal, ich mach das so. Da hat der Mario wieder nicht aufgepasst. Kommt ja öfter vor. Scheiße, ey. Egal.
So, unterm Bahnhof her und hinterm Bahnhof raus. Meine Güte. Ich fahre mir hier etwas zusammen. Das ist nicht mehr schön. Doch, ist richtig. Da war ein Schild. Oh Gott, was ist denn das hier? Für eine Fahrerei, ey. Halleluja. Das ist eine halbe Weltreise, nur um hier hinzukommen. Ja, echt. Ja, eigentlich schon die nächste Haltestelle. Tag. Freiheitsplatz, hallo. Stimmt hallo. Das? Hallo, ich hätte gerne eine Tageskarte. Ja. Entschuldigen Sie, danke. Hallo. Ja, stimmt. Jetzt hier lang, alles klar. Nächste Haltestelle, Rieddorfring. Zack. Oder komm rein. Hallo. Hi. Allalalalal. Alles gesittet in Sittingen. Muss echt aufpassen. Ich habe jetzt bis eben noch Black Ops 4 gezockt. Nächste Haltestelle, Rathaus Sittingen. Ist ja Nuketown-Wochenende. Bisschen doppelte XP und so verdienen. Und ja, aber man muss auch ein bisschen was für den Kanal tun. Deswegen Omsi. So wie sich das gehört. Rathaus Sittingen. Den Bereich kennen wir noch von der 662. Keiner mit. Hier hat man nämlich das, da mussten wir links einscheren eigentlich und ich bin dann... Ne, das war hier noch gar nicht. Kommt gleich. Nächste Haltestelle, Hallenbad Sittingen. Genau, wir müssen nämlich jetzt gleich rüber auf die linke Spur zum Hallenbad. Das haben wir ja letztes Mal wunderbar falsch gemacht. Naja, was heißt wir? Ich. Deswegen ziehen wir auch jetzt direkt so rüber. Dann müssen wir das gleich nicht machen.
Juhu, Staubsauger fahren. Ich fände es ja viel cooler, wenn hier Monitore hängen würden, ne? Ich glaube, die Fahrgäste fänden es cooler, wenn Licht an wäre. Stadtbus Weiden. Weiden könnten wir auch mal wieder fahren. Gibt zwar nur eine Linie. Versuche zwischendurch. Mal gucken. Schiebe ich vielleicht irgendwo mal rein. Der Chain Weiden. Grün wäre schön. Meine Fresse. Ja, genau, da zicht sogar schon die Karre. Komm. Fahr zu. Ich würde gerne heute noch ankommen. Lässt mich raus, muss es ja, kommt dann mir nicht vorbei. Ach ja. Nächste Haltestelle, Erlenpark. Der Erlenpark. Ich habe gar nicht so viel zu erzählen heute. Die war noch grün. Es ist Sonntag und ich weiß nicht. Ha, ja. Ganz schön kalt geworden, wobei ich jetzt sagen muss, so jetzt am Wochenende ging es einigermaßen. Es ist immer nur dann arschkalt, wenn ich arbeiten muss. Damit ich mir auch schön am Bahnsteig den Arsch abfriere. Aber gut. Mein Gott, warum setze ich denn immer auf, ey? Das hat auch mal besser geklappt hier. Auf zur Stadtmitte. Nächste Haltestelle, Max Eid Industriepark. Und wieder rot. Das ist doch zum Kotzen. Wer steht denn da vorne? Die 663 zum ZOB. Gegenkurs. Aha. So, Linksabbieger haben wir jetzt wieder rot. Jetzt könnten wir grün kriegen. Das ist nett. Dankeschön. Hau ab, Maus. Dich braucht keiner. Der klingt halt haargenau wie der Wuppertaler C2. Staubsauger von Vorwerke. Aber gut. Ist nun mal so. Ist halt Darius Budebus. Messe nix. Nächste Haltestelle. Dreikönigsweg. Der Dreikönigsweg. Und wieder rot. Schön grün. Na, ich muss hier rein. Will keiner mit. Oh, wie gut, dass ich darauf geachtet habe, jetzt gerade noch schnell. Wäre doch wieder blöd geworden.
Hartmann-Schule. Okay, ich hätte da auch abbiegen können. Also es wäre nicht so tragisch gewesen. Die Hartmann-Schule. Okay, ich fahre aber rechts rum. Bisschen Gas hier. Haltewunsch an der Hartmann-Schule. Wo ist die Schule? Da? Das ist Kirche. Das ist keine Schule. Ah ja. Da wahrscheinlich. Hier, da. Oder da irgendwo. Die Kinder werden wissen. Ach nee, da links. Da vorne. Da wahrscheinlich. Ja. Ah ja, die Kinder werden wissen, wo ihre Schule ist. Ja, hoffe ich zumindest, dass sie das wissen. Nächste Haltestelle, Antoni-Teich. Der Antoni-Teich, aha. Liebchen, wolltest du mit? Nee, alles klar. Dann fahre ich weiter. Wir schlängeln uns hier durch. Nächste Haltestelle, Bergbauweg. Der Bergbauweg. Straßenverengung. Kein Gegenverkehr, kann ich durch. Haltewunsch, kein Fahrgast, nix. Tote Hose hier. Nächste Haltestelle, Borkumer Straße. Ah, na dann. Borkum, schöne Insel. Insel Borkum. Kurort. Oder Kurinsel eher. Ach ja. Könnt ihr auch mal wieder Urlaub machen. Aber auf Borkum bei dem Wetter, ich weiß nicht. Oder Amrum. Ach schön. Da war meine Schwester. Meine Schwester hat ja als Kind schweres Asthma gehabt und dann war die zur Therapiekur für ihr Asthma 6 Wochen auf Amrum. Das waren schöne, ruhige 6 Wochen damals, als ich noch klein war. Euch zu mit? Hallo. Baum. Das war eng. Aber ging. Nächste Haltestelle, Birkenweg. Wer baut solche Straßen? Mein Gott.
schlimm. Das war so ne Mann. Wassereis aufmachen. Ja, mache ich gleich. Oh! Warum läuft er denn zurück? Nächste Haltestelle, Schillweg. Der Schillweg. Da kannst du schillen. Hier würde ich behaupten, hier hält auch ein Gelenkbus. Das ist so groß. Hält denn hier? Ne, nur die 663. Okay. Nächste Haltestelle, Rheinhausener Straße. Ja, die ist hier. Hallo. Ich bin heute etwas, weiß ich nicht, bin müde, ich bin, keine Ahnung, ich weiß nicht. Fühle mich nicht so pralle. Merkt man auch so ein bisschen, aber ich wollte halt trotzdem aufnehmen und weiß ich nicht. Ich habe auch Bock aufzunehmen, aber ja, keine Ahnung. Ja, alles irgendwie komisch. Ist heute nicht so mein Tag. Nächster Halt, Stadtmitte. Bitte alle Fahrgäste aussteigen. Diese Fahrt endet hier. Bin mal gespannt, ob der halt 663 zurückfährt. Muss er ja eigentlich, weil Stadtmitte ist ja jetzt nichts anderes. Ein Bahnübergang. Zack. Genau, ne, würde direkt zurückgehen zum ZOB. Aber Oma, doch erst in 10 Minuten. Genau, ich hätte jetzt 10 Minuten Pause. Ja, mal gucken, was wir noch so anstellen auf Sittingen. Es gibt ja auch noch Wünsche wie Wankendorf zum Beispiel. Wir schauen mal, wir werden auf jeden Fall etwas finden. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.